Hallihallo, hier ist mal wieder Corso. Wir sind zurück bei Elix, den letzten Commander holen. So, ich würde sagen, der einfachste Weg wäre dann von hier runter in den Süden. Dann teleportieren wir uns mal hin. Ja, dann haben wir auch die Front der Alps geschwächt. Oh, nicht damals durch dieses Tor? Nee, ne? Tor könnte noch bewacht sein. Verdammt. War vielleicht auch nicht so gut, hier lang zu gehen? Wir schauen mal. Ich glaube, jetzt bin ich ja außen rum, ne? Ja, ich höre schon Kinder, die ankommen. Ja, ich bin damals außen rum. Verdammt. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Besorgniserregend, ja, so kann man das ja auch nennen. Warte mal. Wenn sie über den Berg kam. Ich glaube, hier ist dieser Fall, wo wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Oder da ist der Wald, ich weiß es nicht. Aber hier jetzt runter. Ja, das müssen wir schaffen. Aber da oben stehen bleiben? Ja, gut. Ich müsste mal irgendwas zum Heilen mir noch holen. Fällt mir auf. Wenn ich irgendwas, was ein bisschen mehr heilt, 14 kleine Heilpflanze, nehmen wir jetzt die, das mit so echt. So, speichern. Okay, da sind die Kampfmaschinen, da sind wir jetzt außen rum gekommen. Ha! Mensch, das soll jemand sagen, ich habe hier keinen Plan von irgendwas. Habe ich auch nicht, aber ich habe Glück. Wow, okay, ich nehme alles zurück. Clemens, wer ist Clemens? Okay, keine Ahnung, was der Kerl da redet. Der Bunker sieht auch bös bewacht aus. Okay, das aufgrund diesen Kampfkolosses. Auch wieder einer, der Ausdauer nimmt, oder? Das Schlimme ist, diesmal habe ich ja gar nicht die Chance, hier irgendwo hinzurennen, gell? Weil egal, in welche Richtung ich gehe, da sind Gegner. Aber ich kann hier unten mal versuchen zu kommen. Ja, hier sind auch dann Gegner. Dann muss ich hoffen, die Gegner zu überleben erstmal. Au. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Falk, würdest du bitte ein bisschen mich unterstützen? Das wäre sehr lieb, danke. Oh, der hat sich natürlich den fettesten Gegner da hinten rausgesucht. Och, Mann, Falk. Wie tust du? Au. Ich will auch nicht sterben. Mal jetzt so ganz objektiv hier. Wieso? Ich hab doch Ausdauer. Warum schlägt er nicht? Eisgigant, bleib mir fern. Hinten wiederum sind Drohnen. Oh Mann, egal, welche Richtung ich gehe, ist es falsch. Und den werde ich auch nicht besiegen. Ich
Ich könnte höchstens versuchen, den zum Gegner zu locken. Dass die sich mit dem beschäftigen. Also die Alps. Das sind genügend Alps. Die müssten den eigentlich eventuell besiegen können, ne? Entweder die Alps sind dann gut genug geschwächt oder er ist gut genug geschwächt. Da wollte ich hin. Der hat einfach mal nichts abgezogen durch Falk. Also ich habe ihn noch gar nicht angegriffen, also ich mir kann er nichts abgezogen haben, das ist okay. Oh, durch Falk nichts. Au! Oh, wenn man hier hingeht, sind direkt die Alps dabei, ihn zu beschießen. Na geil. Commander, sehr netter Typ. Da wollte ich zwar jetzt nicht hin, aber es schützt mich erstmal vor feindlichem Beschuss. Ich habe wieder keine Wahl, als so zu machen, dass ich jetzt wieder abhaue und hoffe, dass entweder A, die Alps den Eisgiganten erwischen. Ja, ich muss die Drohnen jetzt hier angreifen, habe ich keine Wahl. Nice, ja, boy. So. Ich hoffe ja, die Alps und der Eisriese tun sich jetzt ein bisschen kloppen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. In der Tat, das ist es. In der Tat. Aber, wie formuliere ich das jetzt? Ja, die bekämpfen sich gegenseitig. Nice, ich hab's geschafft. Tun sich gegenseitig die Rübe abreißen. Ja, was ich sagen wollte, wir haben keine Wahl, als das hier zu tun, was wir tun, denn es muss getan werden, was wir tun. So, bam, geschafft. Ach nee, ich habe wieder diesen Malus durch den Kerl, ach Mann. So, jetzt kann ich wieder kämpfen. Und da oben ist einfach mit der Riese, der gegen die kämpft. Alter, der Kampfkoloss gegen den. Haha. Also mein Trick, die aufeinander zu setzen, hat geklappt. Die Frage jetzt ist für mich. Lol, die schießt doch nur auf mich. Und der kommt auch noch auf mich zu. Also ich bin echt immer Ziel Nummer 1 für die, merke ich. Ein Kampf, sagt er. Ja, ja, ein Kampf. Hast du gut erkannt. So. Wir haben zwar die Alp-Commander, ich weiß, aber mich würde der Kampf da oben jetzt auch interessieren, ob wir jetzt den Eisriesen oder zumindest die Feinde des Eisriesen besiegen. Die müssen sich ja gegenseitig eigentlich jetzt ganz schön in Schwächen. Okay, das ist noch ein Gegner. Jetzt sind nur noch der Eisriese. Eisgigant, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen mit dem Wort Riese. Die Frage ist, besiegen wir ihn jetzt zwar? Er guckt uns schon so an, so von wegen, Alter, was willst du denn da? Geh mal weg da. Ich komme. Ich hoffe doch. Ah, das hat mich schon erwischt. Verdammt. Ich hoffe jetzt natürlich, meine beiden Kameraden tun ihn so ein bisschen stänkern, dass die es auf sich ziehen. Ja, tun sie. Sehr schön. Aber ich sehe schon, die sind beide schon wieder erledigt. Das läuft ja super. Jetzt super meine ich natürlich schlecht, ne? Ich mache dem auch keinen Schaden. Ich glaube, ich kann da echt einfach nur abhauen. Lassen wir das. Das lassen wir echt. Nee, 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 nee. Das ist mir echt jetzt zu risky. So. Au! Oh, da ist auch eine Drohne, ey. Verfluchte Drohnen. Ein paar der schwächsten Gegner zur Zeit für mich, weißt du, aber die gehen mir so auf den Senkel. So, speichern wir mal. Das Vieh scheint nicht hinterher zu kommen. Sehr schön. Okay. Der letzte Flug erstmal des Gefährten.
Ja, fahren wir mal, wie es unserem Gleiter geht, würde ich sagen. Lager der Mitte, ja. Schauen wir mal da. Wie es ihm leider geht. Mussten wir nicht eigentlich noch Kaya befreien? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na, dann fragen wir erstmal nach dem Gleiter. Wir müssen ja nicht gleich losfliegen, hoffe ich. So, Falk ist auch wieder da. Sehr schön. Nicht, dass der jetzt da in der Eiswüste abhangekommen ist. Was ich ihn auch gerne machen würde. Leute, könnten mir, glaube ich, Kämpfen beibringen, oder? Bring mir etwas bei. Sicher. Wo ist eigentlich mein Helm, sehe ich gerade? Vielleicht war es jetzt nur. Ne, da ist er wieder. Okay, war jetzt nur wegen dem Gespräch. Okay, das akzeptiere ich. Ich kann mir da ein bisschen was an gebratenem Fleisch herstellen. So, aber ich bin hier. Ach nee, Kaya. Ach, die hatten wir ja schon befreit. Ja, ich erinnere mich. War ja keine wirkliche Befreiungsaktion, deswegen konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. So, Überblick bitte. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Okay. Okay. Nee, ich will noch nicht losfliegen. Ich hätte gern vorher noch eine bessere Waffe. Dahin. Und ich würde gerne noch ein paar Punkte verteilen und vielleicht noch was Schönes lernen, wie besseren Schwertkampf oder sowas. Ich weiß, irgendwo kommt man auch seine Begleiter, glaube ich, verbessern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob wir die noch groß nutzen können. Ja, auf jeden Fall, das sollte ich drauf vorbereitet sein, würde ich sagen. So, nee. Cormac. Bring mir etwas bei. Ja. Jo. Nahkampfwaffen. Dafür brauche ich viel, viel, viel mehr Punkte. Ah, alles klar. Fernkampfwaffen brauche ich nicht groß mehr lernen. Angriffsstärke. Sehr gerne. Granaten haben wir nicht wirklich. Macht wenig Sinn zu lernen, oder? Ja, macht wenig Sinn. 85 Stärke. So was hätte ich auch gerne. Ich weiß. Wie viele Attributpunkte? Ich habe zwar viele, aber wenn ich überlege, ich könnte gerade mal 10 Punkte drauf geben, dann wäre es schon wieder vorbei. Machen wir noch so. Gesundheit, einfach weil wir es können. Stufe 35 bin ich am Ende. Cool. So. Nee, der konnte uns nichts mehr beibringen. So, jetzt muss man mal schauen. Yay. Jetzt sind wir eine Tool, aber müssen Waffenhändler, da gehen wir später hin. Überlebenslehre. Da müssten wir wahrscheinlich noch hin. Persönlichkeitslehre, Handwerkslehre, das weiß ich jetzt nicht. Berserkerlehre, kalt. Oh, da sind wir vielleicht auch nochmal hin. Wenn wir schon Berserker sind, sollten wir vielleicht auch die Berserker-Fähigkeiten lernen, ne? Macht jedenfalls Sinn. Vielleicht ist ja was ganz Schnuckliges dabei. Was wir gerne können würden. So, Kalterin. Gib mir Mana für reines Ehrlichs, wenn mir was bei. Jetzt hat mir deine Waren. Ach, der hat doch was. Sicher. Sicher. Ja. Jetzt habe ich es weggeklickt. Sicher. So, ich würde aber gerne mal wissen, vorher was verkaufen. Wenn ich ehrlich bin. So. Wir nutzen diesen Körperschild doch eh nicht. Komm, weg damit. Na, beides lassen wir alles, was so heilt, lassen wir mal lieber da, wo es ist. Genau, so unser ganzes Grünzeug. So, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du genauso, du auch.
Ich habe es verschmieden gelernt, aber ich nutze es doch eh nicht, komm. Also Zigarette, es ist doch... Nutzen wir halt ja nicht. So. So, die Frage war Munition, aber ich überlege zwei pro Ding. Okay, hier macht es wieder Sinn. Das ist nur eins. Also macht es wieder keinen Sinn. So, dass wir die Sachen verkaufen. Ist uns da eh nicht, auch wenn es so ein heiliges Ding ist. Warte mal, haben wir vielleicht noch Rüstung verkaufen können? Aber, ja, den ganzen Amulette-Kram, genau. Ring des Schutzes können wir einmal verkaufen. So, die Erzsachen lassen wir mal. So. Der hat nur sowas wie Tränke, wie es aussieht. Waffen, nein. Rüstung, nein. Ja, dann. Handel akzeptieren, bitte. Danke. Habe ich wieder ein bisschen Elix. Sehr schön. Ich wollte doch gar nicht in die Brühe rein. Ja. Die Richtung sind meine Beine leerer. Okay. So, die Frage, wo genau? Nee, ich lief ja auch in die falsche Richtung. Oh. Bestimmt unten, ne? Das eine kann ich mir schon vorstellen, wer das ist. Der war unten, soweit ich weiß. So, hier müsste der hier sein. Dann Persönlichkeitslehrer da oben, genau. Alles hier im Weg. So. Krug? Nein. Krug? Nein. Ah, dann nehmen wir halt das. Ich ignoriere das einfach mal. Sieh an. Du wurdest tatsächlich bei uns aufgenommen. Ja. Es freut mich. Wir können jeden Camp. Hier. Das willkommen bei. Ach so. Okay. Hä? Gib mir. Was? Weiß nicht. Hä? Hab ich mir jetzt verguckt? Lass das lieber bleiben. Ah, ja, wirklich verguckt. So sind da, wollten wir. Ich wieder. Hey, wenn du eine Wache bist, ich bin ein Erzberserker, ja? Pass mal auf da. Was willst du hier? Eigentlich mit jemandem reden. Zwei, sie. Glaub nicht, dass du von mir Rabatte auf meine Waren bekommst, nur weil du einer der unseren. Achso, und gut jetzt. Nicht genug. Alles klar. Ich. Gut. Gott, sagt sie. Hat sie irgendwas, was mir was bringt? Nein. Dann bring mir was bei. Bring mir. Natürlich. Natürlich. Kampftheorie, den Kampfwert. Hätte ich meine Intelligenz gebraucht. Verdammt. Aber der Kampfwert selber bringt mir nicht so viel. So, ich würde dann sagen, an der Stelle beenden wir erstmal die Folge. Ich sehe gerade, wir überziehen schon wieder. Sorry. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.